Kannst du mal nicht nackig machen? Ich mach gerade Videos für YouTube, Mann. So, guten Morgen. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall schon mal besser. Eigentlich wollte ich euch mitnehmen, wenn ich jetzt zu Tesla gehe, ich wollte mir eigentlich das Model 3 angucken, das ja jetzt vorgestellt wurde, offiziell in Deutschland. Problem dabei, nicht in Berlin. Sie haben es vorgestellt und es gibt laut Tesla-Aussagen derzeit in Deutschland zwei Stück. Einer ist in Düsseldorf, einer in München. Ist von Berlin jetzt beides ein bisschen weit weg, um sich den einfach mal nur anzugucken. Er konnte mir jetzt auch nicht sagen, wann ungefähr wirklich einer in Berlin steht. Aber ich bleibe da dran und sobald da irgendwas Neues gibt, nehme ich euch da auf jeden Fall auch mit hin. Naja, und da das nicht geklappt hat, denke ich mir, mache ich jetzt einfach meine andere Geschichte fertig. Ich werde euch jetzt so ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr mit ganz simplen Mitteln eure mittig, ich muss mittig stehen, so, hey, so ist mittig, oh, ich muss mir das mal echt mal angewöhnen, Instagram-Bilder bzw. eure Handy-Bilder, egal ob iPhone oder Android oder keine Ahnung was, ich will da kein Hate lostreten, verbessern könnt. Und womit kann man das am besten zeigen als mit Food? Also gehe ich jetzt einkaufen und nachher koche ich mit meinem Schatzi zusammen und dann zeige ich euch, wie man Bilder ins nächste Level hochschießt. Ich hoffe natürlich, ich habe das und ein bisschen cheaten muss man auch noch. Ich bin zurück vom Einkauf und dann fangen wir jetzt direkt damit an, euch zu erklären, wie ihr es schafft, dass eure Handybilder besser werden. Es ist dabei wirklich egal, ob ihr iPhone, Samsung, Huawei, HTC oder whatever nutzt. Es ist wirklich auf alle Handys anzuwenden. Das erste und wichtigste in meinen Augen ist sowas hier. Das ist ein Mikrofasertuch. Wenn ich jetzt ohne Fototasche unterwegs bin, habe ich es halt auch in meiner Jackentasche, um einfach mal, bevor ich überhaupt ein Foto mache, kurz über meine Kameralinse vom Handy zu gehen. Das vergessen extrem viele und dadurch, ihr habt Schlieren drauf, Schmieren, Krümel etc. und das versaut euch direkt am Anfang schon euer Bild. Also, cooler Tipp, Mikrofasertuch, ab in die Tasche damit, immer dabei und bevor ihr überhaupt dran denkt, ein Foto zu machen, einmal mit diesem Tuch über die Kamera und allein das verbessert schon eure Bilder. Wie ja schon gesagt, einkaufen war ich gerade und jetzt richte ich mit euch zusammen das Set ein, also so wie ich es mir ungefähr vorstelle und ja, danach wird gekocht. So, der erste Punkt zum guten Foto ist, ihr braucht einen Platz am Fenster. Ich bin hier bei mir jetzt wieder in der Küche, da baue ich jetzt das Ganze auf. Warum ich das in der Küche mache, kann ich euch auch zeigen. Kommt mal schnell mit. Bei uns im Studio jetzt gerade die Sonne halt voll reinknallt. Ich dachte erst, ich mache das hier im Studio. Aber wenn ihr jetzt mal auf den Tisch guckt, da knallt die Sonne voll drauf und das wollt ihr nicht. Es kann natürlich auch cool sein, aber in diesem Fall wollen wir das einfach nicht. Also noch wieder schnell zurück. Also machen wir das Ganze jetzt in der Küche. Weil hier haben wir einfach nur schön indirektes Licht und folgendermaßen gehen wir da jetzt vor. So, zum Einrichten nehme ich jetzt hier mein Objektiv und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte einen schönen Untergrund haben. Dafür habe ich hier unser Holzschneidebrett genommen. Gut, der Hintergrund sieht halt sehr oll aus. Also wenn man jetzt ein Foto machen würde, egal aus welcher Perspektive, es wird scheiße aussehen. Und da habe ich jetzt nämlich auch einen kleinen super Trick-Tipp für euch. Und zwar nehmt ihr einfach ein Backblech. Ich habe hier so ein schwarzes, ist nicht wunderschön, aber als Hintergrund kommt das echt mega. Das stellen wir jetzt einfach so dahinter. So sieht das auf jeden Fall für mich schon mal um einiges geiler aus.
kann sich das Ganze dann noch ein bisschen herrichten. Hier so ein, zwei Dinger müssen wir dann am Handy entfernen, wobei, vielleicht können wir es auch anders machen. Ja, seht mal da, das sieht doch schon nach einem geilen Hintergrund aus. Jetzt habe ich aber für mich hier sehr viel Licht, hier so gut wie gar kein Licht. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Trick. Wir haben ja gestern einen Abschatter bzw. Aufheller gebaut aus Styropor. Hier habe ich jetzt eine Styroporplatte, die lege ich einfach dahin, ruhig ein bisschen näher dran. Die reflektiert jetzt einfach das Licht, was vom Fenster kommt, zurück. Und wir haben hier viel schöneren, helleren Verlauf. Da muss man dann noch ein bisschen gucken, ein bisschen her und hin und her richten. Hier geht es jetzt wirklich nur um die Reflexion. Heller, nicht so hell. Ich glaube, so lassen wir das stehen. So sieht das geil aus. So, das ist jetzt quasi unser Set. Ihr dürft jetzt nicht dieses ganze Set betrachten, weil im Foto macht ihr ja nur einen Ausschnitt davon. Und da reicht so ein Blech als Hintergrund vollkommen aus. Auch dieses kleine Brettchen reicht vollkommen aus. Wenn mir das jetzt am Bild nachher nicht gefällt, kann ich halt auch immer noch jetzt unsere wunderschöne Arbeitsplatte dafür nehmen. Oder da hinten habe ich noch ein anderes Brettchen. Das wird sich dann aber gleich zeigen, wenn wir die Bilder machen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal kochen. Also, haben wir quasi unser Bild fertig komponiert, würde ich es schon fast nennen. Und jetzt geht es darum, den richtigen Winkel zu finden. Das würde ich natürlich dann jetzt im Hochformat, im Porträt fotografieren. Dann kommt es darauf an, den Winkel zu finden. Ihr seht, ich habe das Brettchen weggenommen, weil mir die dunkle Holzplatte doch besser gefiel in der Komposition dann. Und ich würde sagen, der richtige Winkel wäre hier ungefähr so. Das wäre schon eigentlich der richtige Winkel. Der Teller kann, glaube ich, sogar noch ein Stück zurück. Aber das gucken wir uns jetzt gleich an. Ich mache jetzt die Fotos und dann zeige ich euch, wie ich die im Handy bearbeiten würde. Bis gleich. Willkommen auf meinem Homescreen. Fangen wir gleich an. Ich habe die Fotos jetzt ganz normal mit der Kamera-App hier vom iPhone XS nutze ich gemacht. Und jetzt gehen wir als erstes mal in Lightroom rein. So, da nehmen wir uns jetzt die Bilder vor. Welches Bild nehmen wir denn? Dieses Bild mir am besten gefällt. Ist das okay so vom Schnitt her und so? Ja. Als erstes habt ihr eine Selektivgeschichte. Da könnt ihr dann Sachen auswählen, die ihr dann einfach nur selektiv bearbeitet. Wir wollen aber das ganze Bild bearbeiten, deswegen interessiert es uns nicht. Dann habt ihr einen Reparaturpinsel. Mega gut. Den brauchen wir jetzt sogar. Hier könnt ihr einstellen, wie weich oder wie hart die Kante sein soll und wie groß der Pinselstrich sein soll. Und jetzt könnte man einfach hier so zack, 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 zack so ein bisschen reparieren und fertig. Dann haben wir so ein paar Flecken da weggemacht, die mich persönlich jetzt eigentlich nicht gestört haben, aber so habt ihr es einmal gesehen. Dann gehen wir auf Freistellen und wie ihr jetzt hier unten vielleicht schon gesehen habt, hier könnt ihr einstellen, wie das Ganze geschnitten sein soll. Eigentlich sollte man so 5 Siebtel nehmen. Das ist doch so, ist eigentlich so, finde ich gut. Man könnte das Ganze auch, sehen, seht ihr, habe ich vergessen, hier unten noch so ein bisschen drehen oder so, aber wie man sieht, habe ich das schon sehr waagerecht fotografiert. Das gefällt mir. So. Und dann fangen wir an mit der Bearbeitung. Und zwar fangen wir an in Licht. Da gucken wir erstmal so, nein, wir ziehen es, bleibt auf 0. Kontrast ziehe ich immer sehr gerne hoch. Das ist so mein Ding, Kontrast hochziehen. Kann man hier eigentlich auch ziemlich hochziehen. Nein, das
Ja, doch, machen wir erstmal komplett. Dann die Lichter. Bisschen die Lichter anheben, die Tiefen. Ich mache das auch immer, ich gehe mal so komplett, um zu gucken, was passiert da eigentlich bei welchem. Okay, dann gehen wir die Tiefen ein bisschen höher. So, was passiert hier bei Weiß? Ah, okay, jetzt seht ihr, es überstrahlt oder es zieht die Strahlen zurück. Also wir machen so einen ganz kleinen Hauch hoch und vom Schwarzwert her gehen wir so einen ganz kleinen Hauch runter. Dann gehe ich nochmal in die Kurven rein. Einfach so, um mein Stil in dem Bild so ein bisschen festzulegen, weil ich mache das Ganze gerne mal hier unten an fest. Wird alles, was schwarz ist, so ein bisschen, kriegt diesen Oldschool-Look. Das mag ich persönlich. Machen wir jetzt aber bei diesem Bild wirklich nur ganz leicht. Bei den Höhlen passiert, dass alles Weiße, die auch so ein bisschen ausgeblichenen Look kriegt. Das machen wir auch nur ganz leicht. Auch fertig, bestätigen, fertig, weiter geht's. Sieht doch schon mal ganz cool aus. Jetzt gehen wir rein in die Farbe. Wenn ihr jetzt keinen Weißabgleich gemacht habt, könnt ihr hier automatischen zum Beispiel auswählen. Er geht so ein bisschen mehr ins Bläuliche, gefällt mir aber nicht. Lassen wir die Aufnahme. Ihr könnt aber auch mit der Pimpette selber gucken. So, was passiert hier mit dem Bild? Was passiert hier mit dem Bild? Was würde jetzt hier auf dem Bild? So, und da muss ich sagen, gefällt mir das so schon ganz gut. Bestätigen wir. Dann drehe ich immer die Dynamik ein bisschen runter, weil das, was wir vorhin durch Kontrast zu viel reingehauen haben, ziehen wir jetzt so ein bisschen von den Farben wieder raus. Oh, das sieht doch richtig gut aus. Das gefällt mir. Die Sättigung lassen wir, da lasse ich die Finger von. Müssen wir was an den Farbtönen einzeln? Nö, das bleibt eigentlich alles so. Effekte. Ganz klar ein bisschen die Haze drauf. Das ist ein Regler, ich liebe ihn. Wenn ihr ein nebliges Bild habt, könnt ihr einem die Haze ziehen und er zieht euch den Nebel wirklich raus. Das ist mega. Klarheit, boah, könnte man ein bisschen reinmachen, aber auch nicht. Doch so ein kleines bisschen Klarheit geben wir ihm, glaube ich, mit. So. Wobei ich kein Fan von Klarheit bin, muss ich ganz klar sagen. Eine schöne Vignette. Können wir sogar ein bisschen mehr runterziehen. Mittelpunkt könnten wir jetzt so. Die weiche Kante, das Ganze ein bisschen weicher ausläuft. Dann können wir auch noch ein bisschen mehr reinziehen. Ein bisschen zurück, gefällt mir nicht. So sieht das doch gut aus. So, I like it. Und die Rundheit könnte man auch noch hochziehen, aber ich lasse es eigentlich so, passt es mir. Ja, Körnung lege ich da keine drauf. Details schärfen. Gerne ein bisschen nachschärfen. Radius mache ich eigentlich immer so bei 0,8. Details 25 kann bleiben und dann maskiere ich das ein bisschen. Das hauptsächlich auf dem Vordergrund, also auf dem, wo der Schärfeverlauf war, auch nochmal ein bisschen nachgeschärft wird. Rausch reduzieren brauchen wir ja auch nicht. Geometrie brauchen wir hier eigentlich auch nicht zu machen. Was haben wir ja nicht noch? Optik brauchen wir eigentlich auch nicht. Da wird nichts passieren, soweit ich. Genau. Das ist eher, wenn ihr Bilder von der Kamera auf Handy oder iPad bearbeitet, dann macht das mit den Optik-Korrekturen Sinn. Dann habt ihr hier noch Vorgaben. Ganz witzig bei der Geschichte, ihr könnt euch Vorgaben auch selber erstellen. Ihr könnt euch aber auch Vorgaben kaufen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Wer, wie, wo, was, keine Ahnung. Ich kaufe mir meine nicht. Ich kreiere das immer individuell. So. Ja, und eigentlich muss ich sagen, gefällt mir das so. Also lassen wir es. Speichern das Ganze wieder in Aufnahmen und zwar in der maximal verfügbar. Jetzt können wir rüber swippen. Und da ist das Bild. Oh, ich habe gerade gesehen, erste Testaufnahme ist noch drin. So, gucken wir mal. Das müsste das hier gewesen. Nee, das war es nicht. Das hier war es. Und so sieht es jetzt aus. Ja, mega. Dann kommen wir zum nächsten netten Spielzeug. Und das ist LD oder auch Lens Distortion. Da nehmen wir, jetzt gibt es hier ganz viele
Flares oder Rain, Snow Geschichten, Schimmersachen kann man drüber legen. Ich nutze es bis jetzt, glaube ich, nur in der freien Version. Ich weiß es, ja, nur in der freien Version, wo auch schon mega viele Sachen bei sind. Wir lassen Farbe drinne. Ja, und so gefällt mir das eigentlich. So finde ich das eigentlich schon echt cool. So. Speichern wir das Image und fertig. Nun könnte man es auf Facebook hochladen. Auf Instagram könnte es jetzt hochladen. Ich hau's mal kurz in die Story rein. Ich habe es jetzt einfach nur in meine Story gehauen, weil ich bin kein Fotograf. Ich wollte es einfach nur euch als Beispiel zeigen. Mega Bild. Ich sitze jetzt hier schon wieder bei mir im Studio. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen, einiges mitnehmen. Also, wie gesagt, wichtig, wichtig, wichtig ist, einmal wenigstens die Linse vorher reinigen. Dann macht ihr schon bessere Bilder. Und wenn ihr euch dann so ein bisschen ums Bild-Composing, wie ihr das Bild aufarbeiten wollt, wie es am Ende wirken soll, vorher einfach ein bisschen Gedanken macht, dann macht ihr automatisch bessere Bilder. Ich habe im Endeffekt wirklich so by the fly das Ganze jetzt gemacht. Klar, mein Backblech hätte ein bisschen größer sein können. Dann hätte ich am liebsten den Teller ein bisschen auf ein erhöhtes Podest oder so, damit der Hintergrund schön nach hinten runterläuft und halt, dass dann das Holz ins Schwarz übergeht. Das konnte ich jetzt halt leider nicht realisieren, aber sowas ist auch möglich. Man muss sich dann einfach nur vorher noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich von euch freuen, wenn ihr hier da unten, glaube ich, da könnt ihr das Abo drücken. Die Glocke nicht vergessen, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und für morgen habe ich überlegt, morgen quatschen wir über die richtigen Aufnahmewinkel mit einem Telefon. Oh, guck mal hier. Das ist unsere süße Pepper. Pepper muss immer im Mittelpunkt stehen und kann sie nicht traurig gucken. Ja, genau. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, drückt die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Morgen geht's weiter direkt, weil, wie gesagt, es heißt Daily Vlog. Da quatschen wir über den richtigen Aufnahmewinkel, wie man was, und da werde ich euch auch ein paar Beispiele zeigen. Da gehen wir ein bisschen in die Stadt, weil ich will eh dann für den Vlog allgemein so ein bisschen was von Berlin aufnehmen, so ein paar Zeitlupen-Zeitraffer-Geschichten, und ja, dann nehme ich euch mit und dann quatschen wir auch gleich über Aufnahmewinkel etc. mit dem Handy. Und von daher, wir sehen uns morgen. Bleibt mir treu.